Nehmt dies Schiff, erobert neues Land und gründet eine Stadt so prächtig, wie sie noch nie jemand zuvor gesehen hat. Ich wünsche euch Glück für euer Vorhaben. Handelt vorausschauend und trefft eure Entscheidungen mit Bedacht. Dann werdet ihr siegreich sein. Ja, und damit willkommen zur, ich sag mal, Silvester-Ausgabe. Ja, von der Wintermod, kann man so sagen, oder? Kann man durchaus sagen, ja. Schönes Spiel, Anno 1404 mit der Wintermod wird unten alles verlinkt. So, und wenn er jetzt nicht abschmiert, was leider schon passiert ist, dann geht's auch gleich los. Wir schauen, kann er denn speichern? Versteht er sich auf das Speichern? Jawohl. Super, hat gespeichert. So, wir wollen irgendwo in den Norden fahren, würde ich mal sagen. Und uns nach einer Insel umgucken. Wird sich ja anbieten. Einkaufen. Können wir noch mehr einkaufen? Können weitere Waren aufnehmen? Die Antwort ist ja. Alles auf schwer gestellt. Und ein erstes Eiland. Oder... Ja, das ist vielleicht ein bisschen arg schwer hier zu siedeln, oder? Ich finde auch. Wir suchen mal weiter. Na, also... Aha, sehr bergig. Wie gesagt, kleine Inseln, alles schwierig, kaum viele Rohstoffe oder mittlere Rohstoffe, aber dafür wenig Fruchtbarkeit. Ach, ein See hätten wir auch. Oder ist das nur eine Landzunge? Aha, ein See mit sogar einem kleinen Bergsee. Ein neues Eiland wurde gesichtet. Oh, und Bruder Hilarius. Nicht schlecht. Also hier haben wir direkt einen NPC. Halt, stopp. Aha, jetzt überlegen. Hier haben wir Most und Hanf. Können wir eine zweite Insel aufmachen, zweites Kontor. Das ist nicht schlecht. Hier hätten wir quasi schon jemanden, mit dem wir Handel treiben könnten. Nee, Handel treiben? Nee, Aufträge, ne? Na nur, er macht lauter... Ich hoffe mal, er macht nicht 100 Quicksaves. Das läuft nicht ganz so stabil, wie ich es gerne hätte. Oder wie es mal lief. Das ist auch komisch. Hier können wir nichts bauen. Das klingt nach einer Herausforderung. Was müssen wir tun? 5000 Einwohner einsiedeln. Einwohner ansiedeln. Ja, so rum. Dann machen wir das doch, oder? Doch, 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 doch. Klingt verlockend. Kontor braucht nichts. 300 Mark, 3 Stämme oder Tonnen Holz, 2 Tonnen Werkzeug. Ja, einfach mal. Sehr schön. Welche Gebäude stehen denn zum Bau bereit? Fischerhütte. Sieht man nicht irgendwie so lustige Fischstellen? Nein? Na egal. Wir machen einfach mal direkt den Fischer und schließen ihn an. Der müsste jetzt seiner Arbeit nachgehen. Und er scheint es zum Tun. Sehr schön, sehr schön. Holz, Sir. Ein bisschen Holz, bitte. Wäre auch nicht schlecht. Ach ja. Steinvorkommen. Ah, ist eine Weile her, dass ich das gespielt habe. Deswegen kann es sein, dass ich ein bisschen verplant wirke. Macht aber nichts. Eigentlich bin ich ja ein absoluter Experte. Weil man meldet sich häufig wegen Rat und Tat. Und naja, ich würde sagen, wir bauen einfach mal was auf. Ein wahrer Anoholiker. Wie war das? Eine sehr merkwürdige Behausung. Moment, what? Wieso sieht die Holzfällerhütte aus, als ob sie aus dem Orient kommt? Oder so grün ist? Warum hat er eine Lehmhütte gebaut? Muss das sein? Bist du verrückt? Ah. Oh. Ja, ich glaube, die reißen nochmal mit Zeiten wieder ab, oder? Das wirkt ein bisschen komisch mit dem. Mit der falschen Grafik hier, aber so vielleicht. Und was habe ich hier wieder gemacht? Abrissmodus. Genau, es muss halt Stück für Stück wieder zu mir kommen. Ja, haben wir halt ein bisschen mehr Holz. Das ist ja ganz, gar nicht mehr so schlecht. Hier haben wir auch mehr. Und haben wir Holz, haben wir mehr Holz. Steine, genau. Steine waren, glaube ich, ein Problem, denn ich habe die, meine ich, nie abgebaut bekommen, die Sachen. Hat denn der fahrende Händler? Nee, der... Mit meiner Gastfreundschaft könnt ihr immer rechnen. Ja, finde ich gut. Oh, minus 44 Mark. Das ist nicht gut. Wir müssen eine Gemeinschaft auf die Beine stellen.
Kleines Markthaus. Dorflagerhaus. Genau, Marktplatz. Marktstadt unterstrich Brunnen. Ich verstehe. Ich abschmieren. Wo backen wir den hin? Am besten mittig, oder? Am besten hier so in dem Eck. Dass wir da in dem Eck siedeln können. Ich weiß, jetzt wird schon rumgeholt. Oh, da ist auch kein Platz. Du musst irgendwo bauen, wo viel mehr Platz hat. Zack. Ja, richtig. Aber das werde ich nicht tun. Der Grund ist, schön bauen. Mal richtig schön bauen wollen wir. Und da fühle ich mich wohl. Jetzt will ich nochmal sehen, ob er dann wieder den dritten Speicherstand anlegt oder nicht. Spiel gesichert. Nee, jetzt aber bei 0. Also 1, 2, 0. Oh Gott. Anno. Ja, zählen kann er nicht. Aber das macht nichts. Auf mich kann er dafür zählen, dass ich hier richtig tolle Sachen baue. Wie gesagt, es wird hier kein effizientes, perfekt aneinander gebaue werden, sondern sehr ineffizient wahrscheinlich. Aber auch das hat ja seinen gewissen Reiz. In etwa so. Bauen wir kreuz und quer und krumm und schief sowieso. Verdammt, da komme ich nicht rüber. Verdammt. Wie machen wir das? Kommen wir da von hier aus rüber? Jawohl. So. Wird das denn funktionieren? Wird es denn gehen? Wir schauen einfach mal. Ach ja, da können wir nicht, ne? Ach so, wegen dem... Das ist ziemlich grob, die Stelle hier. Ich verstehe, ich verstehe. Schließ mal einfach mal hier an. So, da hinten die Hütte. Da ist noch nicht so viel. Kommen wir denn auf der Rückseite? Halt, Karte drehen ist so. Ah, ja, ja, ja. Wie gesagt, es wird alles wieder nach und nach wahrscheinlich mir wieder einfallen. Ach, so war das. Und so weiter. Genau, hier noch einer. Einfach mal, dass es halbwegs nach was aussieht und nicht einfach nur auf Effizienz getrimmt. So, was haben wir denn noch? Wir haben Fisch, wir haben Holz. Wie gesagt, eine Holzfällerhütte kommt bei Zeiten mal weg. So, jetzt dürften nach und nach die... müsste der Rubel rollen. Minus 45, aber wir haben auch erst 11 Männchen. Ah, jetzt, Sattle. Jedes Männchen reicht für einen. Ah, ja. Die Frage ist, reißen wir die Hütte gleich ab? Na, noch haben wir Material. Ja, würde ich schon sagen, oder? Können wir das mal sofort abholen? Wo war das? Sofortabholung. Position schildigen. Nein, danke. So, sobald die Hütte weg ist, kommt die Hütte weg. Nee. So. Viel besser. Und wir sind nicht mehr so krass im Minus. Müsste erstmal ausreichen, oder? Eine Hütte. Ja, komm, eine reicht. Wollen es nicht übertreiben. Und auch nicht, wie verrückt, Flussbauplatz. Kann man da nicht noch mehr draufpacken? Ich weiß es gar nicht. Ich denke mal, Priorität ist jetzt erst einmal... Auch hier schön, ne? Mit dem Weihnachtsbäumchen und so. Finde ich schon sehr nett, muss ich ja gestehen. Anno ist aber auch ein schönes Spiel. Wer das noch nicht kennt oder nie angespielt hat. A, warum? Und B, ja, gleich mal nachholen, oder? Ich würde auch sagen. So, wo sind die Bäume? Hier, lassen wir mal die Bäumchen stehen. Soweit möglich. Ja, die kosten ja auch Geld. Naja, egal. Was ist die Aufgabe nochmal? 5000 Mann Besatzung auf unserer Insel. Wir haben 31. Ist ja schon mal ein erster Schritt. Winterberg, na, das passt. Das passt ja. Das brauchen die später. Getränke brauchen die. Und Glaube. Aber ich glaube, den gibt es erst später. Denn noch können wir die nicht bauen, die Geschichten. Genauso bin ich wie alle, lol. Wir müssen also erstmal abwarten. Und den Leuten mal Zeit lassen, sich so ein bisschen hier niederzulassen. Ich glaube, Bären waren erst später vernünftig abzuernten, oder? So, 33. Ja, das reicht erstmal. An Holz. Hier haben wir ein bisschen Fisch. Aber auch der Fisch. Ja, vielleicht mal hin und wieder mal ein Lagerchen aufbauen. Vielleicht, wenn wir so Richtung 0 langsam kommen, dann können wir ja mal die nächste Hütte aufbauen.
Ich möchte doch nicht irgendwie alles zukleistern. Jedenfalls ist es nicht der Plan, sondern ich werde halt Stück für Stück werde ich mich hier mal so ein bisschen genau ausbreiten. Einfach mal eine etwas längere Folge heute. So als Abschlussvideo zum Jahresende. Tja, haben wir es wieder abschmiert? Machen wir als weiter, oder? Wir hatten nämlich relativ groß die Dateien. Das ist ein bisschen ungünstig, aber kriegen wir auf jeden Fall hin. Also, haben wir da schon was Neues? Marktstände, Markthaus, Dorflagerhaus. Erweitert den Baubereich für Produktionsstätten, entsendet einen Marktkern zur Warenabholung. Ja, das sind, glaube ich, die kleinen Varianten, ne? Das ist so Standard-Markthaus. Also ein Konto haben wir ja schon, das heißt, alles, was wir darum bauen, das wird auch abgeholt. Baubereich. Genau wie das hier, Baubereich. Aha, aha, aha. Und das ist schon ein bisschen größer. Ich verstehe, ich verstehe. Ein Konto auf der Insel kriegen wir also auch hin. So, minus 6. So langsam wird es ja. Es wird ja. So, wir können da mal rein. Die sind glücklich, Steuern sind auf jeden Fall super. Da kommen nochmal 3 Männchen raus. Da auch, dann sind wir schon mal bei 0. Hervorragend. Aber ich brauche mehr, ne? Ich glaube auch. Wo hätten wir denn gern mehr? Direkt? Direkt hier? Oder vielleicht doch hier in diesem Ässchen? Wie wäre es denn, wenn ich einen kleinen Marktstand aufbaue? In etwa so. Kann man das denn machen? Und dann einfach drumrum. Und jetzt Hütten da drum ansiedeln. Geht das? Ja, in der Tat. Einfach so im Nichts stehen jetzt hier lustige Hütten. Warum auch nicht? So, passen hier mehrere hin? Ja, hier würden mehrere hinpassen. Dann machen wir das doch einfach mal spaßhalber. So, jetzt haben wir hier nochmal einige weitere Hütten, die durch den Brunnen das Bedürfnis gestillt haben zur Gemeinschaft, genau. Neue Gebäude stehen zum Bau. Ja, und schon geht's los. Marienstatue stillt das Bedürfnis nach Glaube. Oh, die ist aber sehr teuer. Und dabei ist sie relativ klein. Was haben wir denn hier? Fischerhütte 2, Fischerteich. Produziert Fisch, stellt das Bedürfnis nach Nahrung. Ach so. Aber es ist zugefroren. Wie soll das denn funktionieren? Ich weiß es nicht. Und jetzt haben wir einen Mosthof. Moment, man konnte das, glaube ich, kaufen bei dem Chef hier, oder? Hatte der... Wie schön, ich, euch wiederzusehen. Saatgut Most zum Verkauf angeboten. Was kostet der Spaß? Ruhm. Ich habe keinen Ruhm. Sie können einen Saatgutmast für 0,50 Ruhm kaufen. Wo ist denn mein Ruhmometer? Ach, da oben. 0. Zur Verfügung? Ah, 0. Ja, wie unangenehm. Aber wir haben ja gesehen, wir können bei dem Kollegen hier Ruhm, Quatsch, Most ernten. Vielleicht auch Ruhm. Ich weiß es nicht. Dann machen wir es mal auf. Mit Konto braucht wie viel? Irgendwie 3 und 2 oder so, ne? Ja. Nehmen wir doch mal 10 Tonnen Holz. Und 5 oder so. Komm, lass mal 6 sein. Und hier machen wir, komm, mach mal einen Sack zu. 15 und 6 oder wie auch immer. Und bauen ein neues Kontor. Nämlich hier unten. Beim guten. Hier ist er noch. Bruder. Ach so, ja. Okay, kann mir erst dann behilflich sein. Ja, ja, ja. Dann werden wir auch direkt bei ihm unser Kontor hochziehen, oder? Hier wird es sich zwar anbieten, aber hier finde ich es irgendwie angenehmer. Hier zwischen dem. Mit dem lustigen See. Die Musik hier natürlich wieder sehr hübsch bei dem Spiel. Aber es kennt man ja von den anderen Spielen, da wartet man ja mittlerweile auch gar nichts anderes mehr. Man weiß ja, man bekommt Qualität. Die eine und oder andere Art und Weise. Ja, perfekt. Mittig? Nö. Schön hier am Rand, am Felsen, würde ich sagen. Hat funktioniert. Und wir haben 12 und 4. Das merke dir. Wie wär's mit
einem Mosthof, denn Most ist uns wichtig. Bewirtschaftet 4 Obstwiesen, benötigt geeignete Fruchtbarkeit, produziert Most, stellt das Bedürfnis nach Getränken. Okay. Das ist, glaube ich, auch in seinem Sinne, würde ich sagen, wenn wir hier den Most anbauen. Ist eine Vermutung, aber ich glaube, die ist gar nicht mal so schlecht. Jetzt weiß ich aber nicht, wie die Felder aussehen. Vielleicht 4 oder so? Wie war das noch? Ach ja, genau. Linksklick ermöglicht einzelne Felder. Okay. Ja, ideal. So. Vielleicht soll das nicht so ganz. Könnte man nicht drehen. Irgendwie, wenn man es an den Rand geschubst hat, ne? Dann hat der automatisch irgendwie Sachen verändert. Vielleicht auch nicht. Aber ich glaube schon. Komm, gehorche. Willst du wohl gehorchen? Na, dem nicht. Nach da oben können wir noch weitermachen. So in etwa. Na, das ist auch hübsch, oder? Also ich finde auch. Jedenfalls kann man da oben dann weitermachen. So, jetzt wird hier der leckere Most geerntet. Leider ist natürlich Winter, das heißt, die Früchte sind nicht so wirklich parat. Finde ich aber ganz nett. Nur frage ich mich dann immer, wie das denn funktioniert. Aber natürlich möchte ich nicht urteilen. Was ist das? Zu erwartende Produktivität wird demnächst aufgenommen. Okay. Schauen mal. Noch tut sich nicht ganz so viel. Aber Most ist schon richtig, ne? Most kann angebaut werden. Die sind jetzt fruchtbar für Most. Vorstellübersicht und Hanf. Aber Hanf haben wir noch nicht. Ah, es wird produziert. Hervorragend. Oh, jetzt wird es wieder witzig. Wie war das noch mit Handelsrouten? Patrouille? Nein. Routenplanung. Ah. Route erstellen 1. Handelsroute 1. Genau. Ich kann es auch einfach als die Mostroute. Oder Bruder Hilarius. So ist der, ne? Genau. Das ist der Weg dazu. Da wird das Konto hinzugefügt. Kaisershafen? Nein. Was? Schlübrüten? Was ist das denn für ein Name? Eingelagert wird Most. Und, Winterberg, da wird es ausgelagert. So in etwa. Und zwar die Santa Maria. Okay. Ja, hervorragend, oder? Ist aufgenommen. Es tut. Es macht. Es verlädt. Da steht er. Aha, streicht was von der Liste. Aha, aha, da der Kran. Es funktioniert hoffentlich. Achso, zubeißen. Transportroute aktiv. Linksklick pausiert. Ah, nee. Ach, der ist schon dabei. Ah. Halt, warte, der letzte. Oh, und da fährt er schon davon. Aber macht nichts. Oh, wir sind noch im negativen Bereich. Das ist natürlich eher weniger gut. Vielleicht eine weitere Hütte hier oben. Ja, wie machen wir das am dümmsten? So vielleicht? So, ein weiteres Häuschen ist angeschlossen. Wir brauchen aber 2, wissen wir ja. Ja, das weiß doch jeder. Bauernhaus. Nur direkt eins hier hin oder auf die andere Seite? Weil es müsste noch im Einzugsbereich liegen, oder? Nein. Okay. Nur hier unten gibt es was Feines. Na, wenn das so ist, Ihre Baumöglichkeiten wurden erweitert. Oh, Winterberg ist gewachsen, hat einen neuen Startstatus erreicht. Ja, sehr schön. Wenn Siedlung. Ihr so weitermacht, herrscht ja? Ihr eines Tages über eine Metropole. Ja, jetzt kommt er mit Ruhm um die Ecke. Ah, okay, also jetzt haben wir den Ruhm, den wir eigentlich gerade brauchten. Das hätten wir also auch hier in der Heimat aufbauen können. Aber das macht nichts. Vielleicht hat er... Was hat er denn noch zu bieten? Seid mir herzlich gegrüßt. Ja, guten Tag. Ja, kunstvolle Sextant. Sichtweite erhöht von was? Meinem Schiff.
Das interessiert mich nicht. Was kostet das was? 250, dass er ein neues Angebot hat. Ja, nee, ist klar. Diese Wucherei muss aufhören. So, jetzt haben wir Alkohol. Die Leute freuen sich und zahlen natürlich ein paar mehr Steuern. Warum auch nicht? So, jetzt rollt der Rubel. Plus 1. Wir haben es geschafft. Ja, sind wir fast fertig, würde ich mal sagen. Was als nächstes? Was haben wir denn? Dorfbrunnen verschönert die Siedlung. Kostet Geld. Eine Kapelle. Schildert das Bedürfnis nach Glaube. Ich glaube, hier können wir es hinbauen. Wäre gar nicht so verkehrt. Ja, hier vielleicht. Irgendwo, oder? Oder hier. Was kostet das denn? Oh, 12,5. Und wahrscheinlich ist das unterste die Unterhaltskosten, ne? 12,5, oh Mann. Das braucht ein bisschen mehr Werkzeug. Ist aber halb so teuer. Also hierfür wird es sich auf jeden Fall lohnen. Sollen wir es mal machen? Komm, da packen wir da eine Marienstatue hin. Eine Marienstatue. So wie Marienkäfer. Nur anders. Hervorragend. Das heißt, hier werden jetzt die ersten Siedler sprießen. Die freuen sich natürlich wie ein Schneekönig. Und das ist natürlich wieder alles zugemüllt. Immer das Gleiche. Ja, klingt auf jeden Fall schon mal verlockend. Machen wir es mal so. Ja, das ging schnell. Denen geht es offenbar ein bisschen zu gut. Und wir packen sie direkt mal in den mittleren Bereich. Gut gemacht. Ja. Der Fortschritt in eurer Stadt ist für jedermann sichtbar. Das ist richtig. Jetzt geht's aber Schlag auf Schlag. Was ist das hier? Errungenschaften. Ich habe etwas errungen. Ach ja. Das hatte ich, glaube ich, alles mal, aber weil man, wenn man die Cloud nicht drin hat zum Speichern, ja, dann wird das nichts. Verschönert die Siedlung. Ein Baum. Toll. Ein Baum. Aber wie kann man die nochmal durchschalten? Ich weiß es gar nicht. Ich kann auch mehrfach draufklicken. Toll. Ist aber nicht mein Lieblingsbaum. So ein Weihnachtsbaum wäre ganz schick, aber naja, wäre vielleicht auch ein bisschen zu viel des Guten. So, jetzt ist nur die Frage, was brauchen die denn? Wahrscheinlich Wolle oder sowas, ne? Was Wolle habe? Vielleicht Wolle Rose kaufe? Nein, Bedürfnis nach Kleidung, ja ganz klar. Jetzt brauche ich aber erst mehr von den Bürgern. 16 Werkzeugchen haben wir noch. Ich würde sagen, bevor wir hier Probleme kriegen, investiere ich einfach mal. Soll ich hier unten einfach nochmal eine Marienstatue bauen? Ich glaube ja. Antwort liegt eigentlich auf der Hand. Ja, das ist aber nur für den unteren Bereich gedacht. Ist ja auch ganz klar. So vielleicht. Ja. Aber natürlich möchte da gerne noch jemand davon zehren. So ist das hübsch. Hervorragend. Leider ein bisschen überstrahlt alles durch das helle Licht, aber macht ja nichts. Die freuen sich auf jeden Fall. Und die werden jetzt auch alle aufsteigen. Das fand ich halt wirklich großartig an dem Mod, dass die Leute jetzt, dass man nicht immer alles zentral um das Hauptgebäude rumbauen muss, sondern nicht. Und man kann jetzt hier einfach ja so kleinere Bereiche, kleinere Siedlungsgebiete irgendwo anders erschließen. Auch hier oben könnte man das Ganze machen, könnte da nochmal so ein Ding hinknallen. Allerdings hätte ich gerne eine. Wo ist er denn? Der Herr Schiff. Ach da, genau, da war ja was. Der ist jetzt ein bisschen beschäftigt. Was ist das? Achso, wird aufgeladen, ganz klar. Was der wohl für einen Auftrag für mich hat? Wir könnten es direkt anschließen. Ah, bis nach hier, okay. Wird ein bisschen teurer werden. Ich würde sagen, Most haben wir eingeladen, jetzt machen wir kurz einen Umweg. Und zwar begeben wir uns hier. Nanu, machst du, was befohlen wurde? Genau, du kannst jetzt mal einkaufen. Und zwar. Wie ist es euch? Ach, mir geht's gut. Und selber? 5000 brauchen wir. Naja,
mal gespannt. Die ersten Siedler ziehen ein. Sehr schön. Zahlen noch ordentlich. Ja, vor allem die Kleidung, die ist zahlreich. Sie ist aber unsichtbar, Herr Kaiser. Aber wird schon. Von der Hamburg-Mannheimer, oder wie war das? Genau, dann fahren wir nämlich auf dem Rückweg, fahren wieder vorbei. Da sind sie wahrscheinlich gleich ein bisschen erbost, weil, wo ist mein Alkohol? Die sind da ja so leicht aggressiv werden, die da, wenn der Alkohol nicht stimmt, wenn nicht da ist. Kann man nachvollziehen. Na, wenn Bier leer, dann, alles schlecht. So, Bruder Hilarius. Ich hätte gerne eingekauft. Mein Name ist Lose. Ist das so? Das ist aber spannend. So, dann nehmen wir einfach mal 20 Tonnen. Eins? Nein. Ich habe mich umentschieden. Mein Angebot steht. Meine Lager stehen euch jederzeit offen. Sehr schön. Dann lade sie dann noch mal voll mit 10, nein, ja doch, nein, 20 Werkzeugen. Kostet viel, mit aber diesem Handel bin ich einverstanden. Das finde ich gut. Dann geh doch gerade mal wieder, oder fahr, zurück und lade es nochmal richtig voll. Aber diesmal, obwohl, wir können mir einfach sagen, mach mal weiter. Moment. Links pausiert. So, jetzt ist es wieder auf. Ja? Oder hat es jetzt pausiert? Hier steht ein Pausensymbol, aber er macht etwas. Das ist nicht gut. Wenn man schon dabei ist, bevor ich es vergesse, bevor ich mich vergesse, schmeiß doch mal den ganzen Werkzeugkrempel da raus. Stimmt. Die bauen jetzt alle ihre komischen Hütten auf. Und dann ist plötzlich Feierabend mit Werkzeugen. Ja, so viel werden es nicht mehr sein. 20 weitere Hütten könnten wir hochziehen. Können es auch lassen. Hier, genau. Glücklicher Bürger. Oha. Euer Volk hungert. Was ist denn hier los? Ach ja, wird wieder nichts weggetragen. Bei mir kommt nichts weg. Max. Ach so. Deswegen. Was haben die denn mit Hunger? Spinnt ihr? Ausreichend 45. Muss 45. Sind selber zu weit weg von der Nahrung. Wohnhaus aufgestiegen. Vielleicht müssen die bis zum Marktplatz laufen. Das gefällt ihnen gar nicht. Kann das sein? Oder müssen die. Ach nee. Moment. Ach so. Ja gut, die sollen ja nicht aufsteigen zu Bürgern. Die sollen einfach mal das bleiben, was sie sind. Machen wir so ein schönes Kastensystem hier. Einmal kann man die Bauern, im anderen die Bürger, dann die Siedler und dann irgendwo im Zentrum die Erhabenen, die Auserwählten. Die dürfen dann ein bisschen mehr bekommen. Und dann freuen sich alle. Dann hat jeder seine Rolle, die er einnehmen darf. Da möchte ich nichts mehr hören. Jetzt kommt der Holzhammer der Grobe. So. Wie sieht's hier aus? Alles supi? Jawohl, 73 Mark. Das ist nicht schlecht. Können wir uns gleich wieder eine Tonne Werkzeug leisten. Die schmecken aber auch. Ah, sehr gut. Die Interessen des Kaiserreichs. Ach was. Zu vertreten. Versenken Sie eins Handelsschiff davon und bringen Sie die Beweise zum Kontor. Aha, da hat es ein Schiff markiert. Versenken Sie ein Handelsschiff davon. Mhm. Machen. Eigentlich schon. Ist ja so eine Art Auftrag, ne? Aber wer bringt denn dann den Most? Vielleicht hätte man ein weiteres Schiff, wenn ich Ja sage. Na, von mir aus. Ganz im Nordwesten. Ich verstehe. So, dann darfst du da gleich mal hindackeln. Aber erstmal. Ja, komm, das kriegen wir so schnell dahin. So, jetzt ist. Ja, liefer ab. Wenn ich drauf drücke, Rechtsklick wirft es über Bord, dann Linksklick. So, abgeliefert. Sehr schön. Ich hoffe mal, wir sind stark genug. Aber Kampf habe ich nicht auf besonders krass eingestellt. Der ist. Achso, es gibt ja noch weitere Inseln. Oder Eilande viel eher. Ah, auch wieder ein Most- und Hanfding. Aber sieht ziemlich, ziemlich öde aus, oder? Das bietet sich so an, einfach mittig so ein Ding aufbauen und dann schön in Blockbau-Methode hier alles
ernten an, naja, aufbauen, Männchen, Material und so. Human Resources heißt ja so schön. Trefflich? Na, ich weiß ja nicht. Vielleicht noch eine Hütte irgendwo hochziehen, weil wir brauchen... vielleicht ein bisschen mehr Gold. So, damit wären wir immer noch im Einzugsbereich. Ich glaube, Futter. Feuer meinte ich, ist auch da. Deswegen muss man ein bisschen aufpassen. Ein Eiland wurde gesichtet. Ach ja. Ganzes oder? So, hier ist irgendwo Feind. Oh, Grapefruit. Ein neues Eiland wurde gesichtet. So, ja, noch eins. Und das ist das schwarze, das schwarze Punkt. Aha, töte. Töte das feindliche Schiff. Ah, das wäre auch nett. Getreide. Können wir nicht leckeres Brot backen? Und was würde sich besser anbieten, als in dieser kalten Jahreszeit frisch gebackenes Brot zu naschen? Oh, die ist aber hübsch. So eine hübsche Insel. Nanu? Kriegen wir das hin? Der krasse Kampf? Na, was macht er? Boah, da lässt wieder Schläge. Achso, genau. Das Ding ist ja recht langsam, aber... Man kann sich ja vormogeln. Wie, es fehlt an Gemeinschaft? Gibt ja gleich Gemeinschaft. Alle werden gemeinschaftlich bestraft. So. Wo sind wir denn? Ach, hier. Ah, okay. Ach ja, ich sehe schon. Ein Stückchen zu weit weg. Dann... Das macht doch nichts. Das macht doch nichts. Kommt es eben hier hin? Ach, geht auch nicht. Verrückt. Dann kommt's da hin. Zack. Freuen sich die Leute. Ein bisschen Glaube haben sie auch noch mit am Start. Also, was will man mehr, oder? Und das Schiff geht gerade unter. Sehr gut gemacht. Da muss ich mich mal selber loben. Hervorragend. Oh. Was ist das? Hier, diese lustigen, wie heißen die noch gleich? Schwertfische oder so? Ich nenne sie jetzt einfach mal Schwertfische. So, was ist hier? Eine unbewohnte Insel. Ah, die ist auch nett. Ich mag ja diese kleinen, schweren Inselchen, mag ich wesentlich lieber als diese Standardsdinger, wo man, naja, einfach ein Viereck hat oder hier. Ja, dieses Riesenteil aufbauen und dann schön alles effizient drumherum bauen. Welche denn? Zeig doch mal. Wehe, das ist gelogen. Aber nein, sieht gut aus. Oh, okay. Na, immerhin, oder? Ich finde auch. Oh, die ist... Ja, so eine Mischung aus beidem. Schön, schön flussig, aber... Oh, das ist ja angenehm, oder? Hier mit so ein paar Bergen eingeschlossen. Das wäre auch nicht so verkehrt gewesen. Aber man kann nicht alles haben. So, jetzt bitte meine... Was kann ich dem Kaiser über den Auftrag vermelden? Über Kriegshetzer. Na, nimm doch einfach mal... Ich werde dem Kaiser von eurem Einsatz berichten. Ja, sehr gerne. Stets zu Diensten. So. Der hat jetzt ja nicht mehr so viel zu tun. Geh doch mal spaßhalber hier vorbei. Most haben wir noch reichlich. Ja. 100%ige Effektivität ist auch nicht schlecht. Jetzt können wir uns Wege leisten. Endlich Trampelpfade. Die auch wohin führen. Ja, so in etwa. Vergelt's Gott. Ja. Sehr schön. Das heißt, wenn ich jetzt zu ihm gehen würde... Ja, natürlich kommt er jetzt gleich runtergestiefelt wegen Most und so. Es, ja, man kann es ihm nicht verdenken. Ist eigentlich verständlich, aber naja. Vielleicht eine weitere Most-Hütte. Wir haben 100 extra. Das lohnt doch vielleicht. Ich schätze mal, wenn er bemerkt, was wir hier haben, dann wird es sowieso wird's eng werden. Was, woran fehlt es denn? Na sag schon. 7-mal Holz fehlt. Ja, na, was machen wir da? Eine Holzfäller könnte ich hochziehen. Denn wir haben, glaube ich, noch genügend anderes Material, oder?
Nicht so ganz. Verdammt, ich hätte es mal einkaufen sollen. Macht nichts. So. Moment, schon noch den letzten, das letzte Kilo. Ihr sauber. Tonne, nicht Kilo. Wenn die kiloweise hin und her fahren würden, ich glaube, das wird sich nicht so richtig rentieren. So, 5 und 2 haben wir. Wie sieht es mit Holzfällerei aus? Bräuchte 3. Okay. Und es bräuchte 2, aber das Holz fehlt. Wie man es dreht und wendet. Aber Holz? Ja, Holz, da müssen wir diesmal ein Auge drauf haben. Stein. Spiel gesichert. Vielleicht habe ich es einfach so nicht gerafft und wir hätten da irgendwie was kommen können. Vielleicht muss man das erst freischalten. Oder so. Gut. Nimm doch mal... noch mal ein bisschen was zumindest. Ein Material. So. Und dann kannst du den Quatsch weitermachen, während wir hier genüsslich... Wieso kommt eigentlich der Händler nicht vorbei gefahren und kauft die tollsten Sachen bei uns? Ach, tut er wahrscheinlich, ne? Das ist... Ist das hier sein... Das hier? Ne? Na gut. Okay, okay, okay. So, was brauchen wir noch? Woran hapert's? An nichts. Ist ja klar. Mostdorf? Ja, nett. Ach hier. Ah, Bürgergeschichten. Alle Gebäude der Bürger werden angezeigt. Aber die sind noch nicht aufgestiegen. Wir haben keine Bürger, ne? Ach, das sind Bürger. Und die anderen sind Bauern. Hießen die nicht mal anders? Waren die immer schon? Bauer und dann? Bauern, dann Bürger. Ah, ja, ja. Ja? Das stimmt. Es braucht so wenig, nicht? Ja. Ach, ist ja der Schwachkopf, die... Ah, bevor er abgefahren ist, hat die eingeladen. Oh, wie unangenehm. Ja, okay. Das war nicht gut. Jetzt fehlt es hier leider an... ein Werkzeug. Ich gehe mal ein neues kaufen. Wir kaufen einfach mal ein neues Werkzeug. Warum eigentlich nicht? So, und ihr wollt doch bestimmt Hanf haben. Oh Mann. 3 und 4 sind das, ne? Genau, 3 und 4. Was ist das? Steinmetz, bitte. Benötigt Steinvorkommen in seiner Nähe. Je Steinvorkommen kann ein Steinbruch errichten. Wie? So einfach? Das kann nicht sein. Es ist nicht möglich. Aber er tut. Wie bitte? War nicht Stein das Problem der einst? Habe ich das wirklich vergessen? Oh, 5000 hat es gekostet. Ja, leck mich am Kittel. Was ist denn jetzt los? Zum Glück sind wir im Plus. Müssen wir noch einen schönen Auftrag erfüllen. Vielleicht für den komischen Mostoholiker. Das wäre auch nicht schlecht. Dann kriegt er was Feines. Und wir kriegen Ruhm und Kohle. Ja doch, der Rubel rollt. Wir sind gleich wieder bei 2000. Beziehungsweise jetzt können sie noch was verkaufen. So ist es ja nicht. Bereit, mit euch zu handeln. Das ist sehr schön. Muss ich dich nicht dazu zwingen. Das wollen wir doch beide nicht. Ja. Sollen wir mal machen? Dass es sonst mehr gibt. Ach komm, warum nicht? Saatgut Hanf. Nee. Das hat sich nicht gelohnt. Was kann er mir denn hier? Ach, nichts. Müssen wir es freischalten? Ah, Linksklick gewährt einen Zugang zu den angebotenen Waren dieser Stufe. Könnte ich mir Stein, Kohle holen, Seile. Starke Bootsware. Großzügige Schenkungsurkunde. Ja, nee, brauchen wir alles nicht. Wie wär's mit, Werkzeug. Ja, finde ich gut. Dann darfst du deine... Ich werde dem Kaiser von eurem Einsatz berichten. Genau. Dann machen wir das Ganze wieder rumbekommen. Ne, warum auch nicht? So, wir haben Steine. Richtig? Sehe es richtig. Ich verstehe es nicht ganz. War das nicht das, was mich... Na, vielleicht auch nicht. Gut, dann... Wir können ja Hanf anbauen. Können wir nicht? Jawohl. Das heißt, wir nehmen uns unser Schiffchen, laden es... Was ist denn hier los? Wieso blinkt es hier? Sehr merkwürdig. Dann
Laden wir es voll mit noch ein bisschen Holz. Oder nee, Holz haben wir jetzt abgeladen. Aber wir brauchen auf jeden Fall... Wir haben nur zwei. Wir brauchen mehr Werkzeug, logischerweise. Ich glaube 10, ne? 4 Werkzeug, 7. Ja. 7 haben wir gerade eingekauft, oder 9 sogar. Genau, dann kommt das mal raus. Was können wir denn mitnehmen? Vielleicht mal ein bisschen was an... Was ist an Futter? Kommt ein Werkzeug, das 21. Werkzeug nehmen wir den Leuten auch noch ab. Ja, und dann geht's wieder retour. Bisschen Holz. Halt. Holz natürlich. Bevor wir einen Quatsch machen und 10 mal hin und her fahren, wird direkt nochmal Holz mitgenommen. So, jetzt mal 10. Ja, hier müssen wir sowieso noch einen zweiten aufbauen, oder? Einer ist vielleicht ein bisschen wenig. Ein Holzfäller. Nein, die Hütte nicht. Das sieht schon eher nach was Sinnvollem aus. Ja, so vielleicht. Muss ja auch nicht die hundertprozentige Effizienz sein. Warum auch? Genau. Nehmen wir einfach mal, was da ist. Denn wir brauchen Hanf. Und ich weiß nicht, ob da eine... Ja, 1 zu 1 wird wahrscheinlich nicht reichen, oder? Da lieber ein bisschen... Ja, ein bisschen mehr von allem haben. Jetzt mal schauen. Wir brauchen... Benötigt Hanf. Genau, produziert Hanf. Hier ist eine Hanfplantage. Hier können wir dann den guten Hanf am Wasser irgendwo aufbauen. Hanf, guck in die Luft. So, bitte mal weg das Zeug. Und dann darf er direkt wieder seine Geschichte aufnehmen. So, und fang an zu handeln, wie sich das gehört. Okay, wir bauen bewirtschaftet 4 Hanffelder, also identisch. Wie wär's denn? Wahrscheinlich passen die hier rein, längs, länglich oder so. Mach's mal so. Relativ nah dran. Gut, dann hier irgendwo. Vielleicht so, dass man es noch anschließen kann. Das wäre auch nicht so verkehrt. So direkt dran ist nicht allzu intelligent. Aber so vielleicht. Ja, doch, das wirkt schon sehr, sehr professionell, muss ich sagen. Bin ich auch ein bisschen überrascht davon, wie gut ich das eigentlich mache. So, wie wäre es mit einer Webstube? Kann man sich eigentlich auch sparen? Ich kann ja hier auch erstmal nur die Rohstoffe... Machen wir das vielleicht? Wäre eine Idee. Stelle hier nur die Rohstoffe her. Dann muss aber die Routenplanung mal leicht abgeändert werden, denn wir müssen jetzt in Schliebbrüten auch etwas anderes, nämlich Hanf mitnehmen. Das gute Hanf. Und also hier fliegt mal raus und hier raus fliegt auch der Hanf. Und da kommt auch schon. So, wurde schon was abgefrühstückt? Ich glaube nicht. Ja, dauert halt noch einen Moment. Bei der nächsten Fuhr haben wir dann lecker Hanf. Aber ob das ausreicht? Na, ich weiß ja nicht. Oh, wir haben nicht mehr so viel Kohle. Vielleicht können wir nichts mehr bauen. Das ist nicht gut. Das macht aber nichts. Wir müssen fleißig produzieren. Wie wär's denn mit einem... Man könnte natürlich auch hier was Feines bauen. Genau. Schließen wir das hier einfach mal an. Damit haben wir dann eine Webstube. Allerdings braucht die Webstube auch einen Anschluss, und zwar einen kleinen Marktstand. Halt! Nein, wir brauchen ein Dorf, ein Lagerhaus. Richtig. Das können wir hier einfach ins Eck knallen. Sieht auch nicht so schlecht aus. Und noch besser sieht es aus, wenn es zentral steht. Ist das ein Viererblock? Ja, doch, das ist doch ganz vernünftig. Das heißt, von hier aus würde ich jetzt auch ein Wägelchen lang fahren und das Ganze abholen, wenn hier was verarbeitet wird. Aber noch ist ja keine
Ist ja kein Material da. So, wie sieht's aus? Ach ja, stimmt, Gewürze. Die wird's aber nicht geben. Sei denn, wir kaufen sie teuer ein. Aber das sehe ich momentan noch nicht. Wie sieht's aus mit Hanf? Hanf wird angebaut, sehr schön. Können wir doch schon mal die Sofortabholung holen, aktivieren. Ach, die haben doch zwei Wägelchen. Ich denke, ein Konto hat es immer noch für einen. Vielleicht sind es auch zwei. Und diese Lagerhäuser haben immer nur einzelne Version davon. Ist alles möglich? Ich weiß es nicht. So, wir haben wie viel? Drei ganze Blätter. Wahnsinn. Vielleicht braucht es mehr, dass die Kohle weiter rollt. Der Rubel, nicht die Kohle. Kann da keine Kohlen anbauen. Oh, wir können mal gucken, was der will. Der Gute. Wahrscheinlich wieder 100 Klamotten haben. Ziehen Sie die Waren, die Sie von Bruder Hilarus einkaufen wollen. Oh, ich kann direkt einkaufen. Und ist günstiger als bei dem anderen. Bei dem Halsabschneider im Zentrum. Ja, von mir aus. Wo genau? Ich meine, wie genau? Also, ziehen Sie die Waren, die Sie von Bruder Hilarus einkaufen wollen, in die Handelskammer. Ah, das ist die Handelskammer. Ich verstehe. Steine kann man bei mir auch einkaufen. Ich hoffe mal, wir können auch verkaufen. Das wäre nur fair. Kaufen. 22 Steinchen noch, schon. Noch brauchen wir es nicht. Können wir irgendwann wieder abstellen, dann kriegen wir mehr Gold. Jetzt überlege ich gerade mal. Sollen wir schnell mal ein bisschen Stein reinschmeißen? Eher nicht, oder? Aber noch brauchen wir es nicht. Was hätten wir hier denn? Schneemann und mehr. Stillt das Bedürfnis nach Vergnügen. Seid ihr schon vergnügungssüchtig? Oder... Ja, Bedürfnis nach Vergnügen. Achso, wir brauchen 355 Bürger. Wir haben... Insgesamt aber nur folgende Zahl. Und zwar lässt sich das ganz einfach darüber herausfinden, indem man guckt auf die diese, genau, hier klickt. Und da sieht man, man hat 210 Bürger. Das sind weniger als 355. Deswegen macht man meistens folgendes. Man baut weitere Häuser. Und zwar dorthin, wo es sich lohnt und wo es Platz hat. Können wir auch mal direkt... Obwohl, ich mag das eigentlich, wenn die Geschichte so ein bisschen eingeschlossen ist hier. Ah ja, da ist zu, ne? Das ist ein bisschen hart eingeschlossen. Ein bisschen endgültig. Schön hier am Waldrand. Obwohl, gleich ist nicht mehr viel Wald da. So. Werkzeuge brauchen wir natürlich, aber die kaufen wir natürlich jetzt günstig ein, ist ja klar. Da gehen wir nicht mehr zum mittleren, sondern gehen jetzt zum guten Bruder Hilarius. Denn der hat so einiges an... Ja, auf der Pfanne. Most? Nein, was ist das eigentlich? Produziert Fisch. Aber futtertechnisch haben wir keine Probleme, oder? Nee, Futter ist da. Auch Most ist jede Menge da. Also wir produzieren noch... Genau richtig. Genau, erst wenn die aufsteigen, kostet es nämlich leckeres Werkzeug. Noch passiert hier gar nichts. So, jetzt müsste eigentlich... Hanf... rangekarrt worden sein. Jetzt schauen wir mal. Ach, der hat schon... Ah, der wütet schon. Er hat schon Leinenkutten gebaut. Ist das... Bedürfnis nach Kleidung ausreichend erfüllt? Nein. Aber die werden jetzt natürlich gleich erst abgeholt. Hoffentlich. Das würde ich gerne mal überprüfen. Leinenkutten waren, die in diesem Gebäude produziert wird. Ja, aber sie wird nicht abgeholt. Der Most ist zum Zerbersten gefüllt. Schaue ich nochmal. Laut Text heißt es ja, schafft Baubereich. Nein. Entsendet einen Marktkarren. Für jetzt zur Warenabholung. Was ist denn los? Lagerhaus macht das gleich in grün. Und das hier sieht mir nach einem Dorf-Lagerhaus aus.
Ist es denn wirklich angeschlossen? Ich glaube nämlich nicht. Jetzt aber. Da ist er auch schon. Ah. Und wieder einen Fall gelöst. Na, das war ja spannend. Jetzt kommt er, holt sich das Zeug ab und alle sind glücklich. Naja, es lohnt sich wenigstens auch. Da gebe ich 3 oder 4 Kittel auf einen Schlag. So, und wir haben nicht nur Steine, sondern jetzt auch erstmals Klamotten. Unter uns, die neue Nachbarin könnte mir schon gefallen. Ach so. Ja, und sie fangen an, ordentlich zu zahlen. Das ist auch nicht schlecht. Ausgeglichen, wir brauchen ja nicht mehr als das. Aber dass man jetzt in der Wintermod auch noch Gewürze braucht, irgendwie finde ich das ein bisschen merkwürdig. Na gut, Zimt und Zucker, warum nicht? So, da kommt neues Material. Der hier ist so ein ganz kleines bisschen voll. Aber wir haben ja auch den Auftrag, uns weiter auszubreiten, uns zu mehren. Wie wäre es denn mit einfach mal 2 Hütten? So in etwa. Hier haben wir 2 Brücken. Sehr schön. Wie wäre es mit weiteren Bauernhäusern? Wird langsam ein bisschen viel, oder? Nee, geht's. Ja, finde ich auch. So. Genau, nicht überall Bäume weghauen. Könnt ruhig ein paar Mal stehen lassen, aber zumindest. Ja. Glaube ist hier nicht so gefragt. Moment, wo haben wir es? Hier haben wir eine Marienstatue. Ja. Wo ist es? Hier ist es. Nein, ich klicke mal das Falsche an. Jetzt. So, perfekt. Einmal die hier. Einmal die dort. Ja, da müsste man eigentlich hier auch nochmal ansetzen. Oder direkt eine Kapelle da oben hin kleistern. Haben wir das Geld? Nein, haben wir natürlich nicht. Ist ja ganz klar. In 100 Schritten geht das so langsam, aber Kohle kommt hier rein. Sehr schön. Sehr gut ist das. Ach ja, zum Beispiel. Oh, jetzt geht's richtig ab. Aber wir haben das Geld nicht dazu. Ja, wie ungünstig, oder? Wie äußerst ungünstig. Wie ungünstig. Und dazu bräuchten wir mehr Männchen. Und der bringt weiteres Material. Most und wir brauchen mehr Alkoholiker. Das kann so nicht weitergehen. Allerdings bräuchte ich mehr Gold für eine weitere Marienstatue. Sonst kann ich mir nämlich das alles nicht leisten. Ja, und auch die Werkzeuge werden dann so langsam ein bisschen dünner. Aber wir haben ja zum Glück wir können ja quasi zum Einkaufspreis hier beim Kollegen einkaufen. Das ist ja auch nicht schlecht. Wir könnten ein bisschen Most verkaufen, weil so viel brauchen wir ehrlich gesagt auch nicht momentan. Sind die Lager nicht zum Zerbersten gefüllt? Ja. Gut, dann ist heute sein Glückstag, denn wir... Man kann nur kaufen, ne? Wir können nicht verkaufen. Kann ich das nicht irgendwie andersrum machen, dass ich was verkaufe? Geht das oder geht das nicht? Ich weiß es nicht. Du kannst natürlich auch hier zum Verkauf anbieten, aber irgendwie kommt kein fahrender Händler. Es wundert. Hier könnte man natürlich auch noch was Feines machen, oder? Hier irgendwie. Aber mit welchem Geld? Woher die Dorfbewohner nehmen, wenn nicht stehlen. Was war das nochmal? Ach ja, Bedürfnis nach Vergnügen. Kostet auch wieder reichlich Kohle. Genau, das könnte man hier unten hinbeamen. Oh, das ist nicht schlecht. So ein Schneemann wäre mal schön. Oh, das ist ein Baum. Auch nicht so schlecht. Kostet 900 und dann sind sie alle glücklich und zahlen noch mehr. An Steuern. Sollte man sich mal überlegen. Ist es einem das wert? Dann zahlen sie einfach nur mehr, aber wir haben nicht mehr Männchen. Wir brauchen 350. Wir haben
266 momentan. Es werden stetig mehr. Wir brauchen... Obwohl, hier haben wir ja schon reichlich Material. Genau. Werkzeuge herstellen. Vielleicht sollte das mal oberste Priorität sein. Wo können wir denn etwas abernten? Hier haben wir Kohle. Wo ist denn Eisen? Sohle? Bären? Ach ja, bestimmt auf der Insel, oder? Hatten wir da Eisen gefunden? Wir haben nicht nur Eisen gefunden, wir haben direkten Zugang. Oh. Eisen. Vorkommen. Ich verstehe. Wir haben Holz. Was brauchen wir da? Stein? Wir brauchen Stein. Fahr mal zurück. Ich habe einen Sonderauftrag für dich. Und zwar brauchen wir Stein. Holt ihr wieder nichts ab? Ach nee, Stein ist voll. Randvoll. Könnten wir abstellen. Dann gibt es wieder mehr Kohle. Könnten es auch lassen. Denn wir brauchen ja den Stein da hinten. Wie wäre es mit einfach mal 30 Steinen? So, wenn wir jetzt hier sofort Abholung machen, was passiert dann? Er kommt sofort. Sehr schön. Liefert sofort ab. Und wir haben wieder ein paar Kilo. Zack. Nämlich 10. So. Reichlich beladen. Wird das hier mal abgeliefert? Genau. Eisenerz vorkommen. Zeig dich. Oh, das Gemin an sich kostet schon mal 11.000. 1100. Aber kann das wirklich sein? Habe ich wirklich dereinst verrafft, dass man Steinmetzhütten bauen kann, um was abzuernten direkt aus dem Stein? Ich weiß es gar nicht. Es wirkt eigentlich fast so und das ist erschreckend. Naja, dann geh du mal deiner Arbeit nach, nämlich zu handeln. Beziehungsweise die Handelsroute zu bedienen. Wir bauen erstmal noch nichts, weil das wirklich teuer ist. Und dann geht es um 25 runter, dann kriegen wir wieder nur 100, in 150er quasi Schritten die Kohle, aber es. Dann haben wir das Erz. Kühlleute, benötigt Bäume. Dann müssen wir das Ganze noch schmelzen, benötigt Kohle. Und Eisenerz. Benötigt Eisen, produziert Werkzeuge. Also hierfür brauchen wir Kohle. Das machen wir dann auf jeden Fall zu Hause. Also hier werden wieder die Rohstoffe abgetragen und nach Hause transportiert. Genau. Eisen kommt hier weg. Und das Eisenerz. Und Kohle machen wir dann in der Heimat. Warte mal, können wir nämlich eine Kohle... Ich kann noch ein Kohlebergwerk bauen, oder? Kohle, wie auch immer, Kühlerei, Kohle, irgendwas. Wie kriege ich die Kohle? Kohle vorkommen. Wer baut Kohle ab? Der Steinmetz? Ne, nur Stein, oder? Steinmetz produziert Stein, okay. Wo aber ist der andere? Köhlerhütte. Benötigt Bäume, produziert Kohle. Ist mir auch schon aufgefallen. Aber könnte man, wie kann ich die denn anzapfen? Oder kommt das erst später? Niemand hat mehr. Muss auf Eisenvorkommen errichtet werden. Benötigt Kohle und Eisenerz. Benötigt Eisen. Produziert Eisen. Benötigt Kohle und Eisenerz. Die muss ich nicht alle machen, oder? Das wäre nämlich dann wieder was für dieses Gebiet. Dass ich das hier als Kohleminen nutze. Kohlemine, genau. So in etwa, dass ich dann hier die Kohle produziere. Kohle und Eisen auf der Insel. Braucht 3. Braucht auch 3, ne? Genau. 6 Werkzeug wäre das. Dann brauche ich wahrscheinlich... Vielleicht einen weiteren Marktkarren. Könnte man ja mal machen. So ist es nicht. Gemacht muss sowieso werden, also nicht lang schnacken. Allerdings wäre es sinniger, wenn das hier alles produziert wird. Genau, dass dann das fertige Eisen zurückkommt. Genau, hier machen wir die Produktion bis zum Eisen.
So vielleicht. Ja gut, muss ja nicht so hundertprozentig sein. Ist ja schon mal erwähnt. So. Dann wird das Ganze noch angeschlossen. So, jetzt haben wir Kohle und das andere auch. Eisen und Kohle. Jetzt können wir das Ganze zu in Eisen schmelzen, wenn wir das Gold haben. Da fehlt jetzt leider fehlt alles. Aha, Holz, Werkzeug. Aber können wir zum Glück relativ günstig einkaufen. Werkzeug brauchen wir wie viel? 7. Habe 2. Kaufe 2 für 128. Jetzt haben wir es. Zack. Eine kleine Wegzehrung und auf geht's. Ah, der macht sich jetzt auf den Weg und bringt mir das, die 2 Werkzeuge. Ach ja, süß. Ach so, mit Gefolge. Sehr schön. Vielleicht hat er irgendwann Aufträge, wenn ich als fleißig beim Kaufe. Der ganze Aufstand für 2 Tonnen Werkzeug. Na gut. Das sind immerhin 2 Tonnen Werkzeug. Darf man nicht vergessen. Wieso habe ich eigentlich immer noch so viele stinkende Bauern in meiner Hütte? Muss das denn sein? Ich finde das nicht gut. So. Für die Zukunft wird es hier was geben? Eisen, richtig? Eisenkohle. Das wird Eisen. Die kommt hier rein und in Winterdingenskirchen kommt das Eisen wieder raus. 4 Stück kann ich... Ja, noch ist alles super. Hier rollt der Rubel. Aber wie viel hat das denn? Das werden wir gleich in Erfahrung bringen müssen. Ich kann natürlich auch noch ein bisschen... Könnt ihr einen Teil des Weges mal pflastern, dass das hier ein bisschen schneller vonstatten geht, oder? Ja, ne, ist okay. Lasst euch ruhig Zeit. Ist alles supi. Ist alles toll. Ja. Okay, damit hätten wir das auch geklärt. Läuft hier auch einigermaßen richtig. 7 Werkzeuge hätten wir hier. Das heißt, sobald das erstmal angelaufen ist... Ah ne, es fehlt ja noch ein Teil, genau. Wenn das hier durch ist, müssen wir das Ganze noch schmelzen. Soll heißen, wir brauchen die Eisenschmelze. Also 750 Mark und Absturz. Tja, ich würde sagen, beim nächsten Mal geht's weiter. Ich mache am besten direkt noch eine Folge. Dann... Ja, heute ist quasi Silvester, da legen wir gleich nochmal nach. Bis